Florian Silbereisen, heiße Szenen auf dem Traumschiff. Jetzt geht es rund. Es wird heiß auf dem Traumschiff. Kapitän Florian Silbereisen hat zum ersten Mal Sex im TV. Normalerweise hält sich Kapitän Parger, Florian Silbereisen, 42, zurück, wenn es um heiße Szenen auf dem Traumschiff geht. Das überließ er bisher lieber den Passagieren. Doch in der nächsten Folge kommt es zur Liebessensation. Achtung, Spoiler! Am 1. Januar geht es für Kapitän Braga und seine Crew nach Nusantara, Indonesien. Doch das wird schnell zur Nebensache. Der Schiffsführer lernt während eines Landausflugs Veronika Bruckner, Wanda Perdelwitz, 39, kennen. Es funkt sofort. Klar, dass auch sie bei der Neujahrstour nach Indonesien nicht fehlen darf. Bereits nach ein paar Minuten gibt es den ersten Kuss an Bord. Vielleicht kommen wir vom Kurs ab. Nur du und ich. Versprochen, flötet der verknallte Prager. Doch das ist erst der Anfang. In Minute 25 gehen die beiden noch weiter. Als der sexy Kapitän seiner Liebsten mit nacktem Oberkörper die Tür aufmacht, können sie sich nicht mehr zügeln. Eigentlich wollen die beiden essen gehen, doch das muss warten. Ich fange mit dem Nachtisch an, verkündet sie. Die Tür knallt sie. Man braucht kein Hellseher sein, um zu wissen, was dahinter abgeht. Doch schnell kommen Turbulenzen in Flores Filmliebesleben auf. Denn seine Veronika ist verheiratet. Als ihr Ehemann, Oliver Pocher, 45, auftaucht, nimmt das Drama seinen Lauf. Was hinter verschlossenen Türen passiert, wird der Kapitän natürlich nicht ausplaudern. Er darf sich in der 100. Traumschiff-Folge am Neujahrstag endlich verlieben, aber nur so lange, bis Oliver Pocher auftaucht, spoilert Florian bereits gegenüber der Bild-Zeitung. Ob es am Ende ein Happy End gibt? Das zeigt sich am 1. Januar.